Wunderbar. Also wunderbar. Es ist nur noch die zwei übrig. Ups. Das war mega viel Schaden. Mega viel Schaden. Also wirklich richtig viel Schaden. Nicht nur ein bisschen Schaden, sondern richtig viel Schaden. Oh nein, er hat ihn hochgeschleudert. So war es nicht geplant. So war das absolut nicht geplant eigentlich. Ich habe gedacht eigentlich, wenn die jetzt beide nebeneinander stehen, kann ich Dings, den ausschalten. Gut, dann gehen wir so, so, stellen uns dann hier hin. Treffen nur ihn, das ist gut so. Er ist aber weg. Ich hätte den einen noch beim Laufen treffen sollen. Ich müsste eigentlich von hier aus treffen, ne? Ja, treffe ich noch. Gut. Ah, ich hätte vielleicht Waffenschaden erhöhen sollen. Ja, wobei, er ist down. Rap Your Donut, vielen Dank für den Follow und viel Spaß beim Stream noch. Die neunte Prüfung auch geschafft. Auf zur letzten Prüfung. Yeah. Ja, bin ich mal gespannt, was es als Belohnung gibt, wenn wir alle Prüfungen abgeschlossen haben. Da bin ich echt mega gespannt. Ich weiß. Oh, ich fülle uns das nochmal. Nein! Nein! Oh, nee. Oh, nee. Oh. Ich glaube, habe ich schon mal beim Let's Play. Genau, beim Let's Play. So habe ich damals schon den Fehler gemacht, ne? Jetzt darf ich den ganzen Weg da oben hier hochlatschen. Scheiße. Sorry, mein Fehler. Passiert. I was a little bit stupid. Ich weiß, mein Englisch ist grausam. Richtig grausam. Ich frage mich eigentlich, was kann ich in meinem Leben? Mir fällt nichts ein. Ja doch, ich bin handwerklich geschickt. Das, ja doch, das bin ich. Aber ich bin nur ein mittelmäßiger Zocker. Ich bin eigentlich in allem mittelmäßig. Nur ein Handwerk, da bin ich eigentlich relativ geschickt. Ja. Den habe ich noch nicht angeguckt. Armer Kell, die Lage, in der er sich befindet, hat ihn so sehr gestresst, dass er sich jetzt für einen Hamster hält. Vielleicht sollten wir ihm ein paar Haferflocken besorgen. Ja, aber das Rad müsste sich drehen, nicht er. War interessant, bei so wenig Speed an die Decke laufen zu können. Respekt. So, da ist die letzte Prüfung. Einfach. Letzte Prüfung ist einfach. Erreiche das Gebiet. Doch nicht so einfach. Ich muss nämlich mehr. Ich muss drei Gebiete erreichen. Das Problem ist halt nur dabei. Blitzi, vielen Dank für den Follow. Gucken. Keine Ahnung, wo ein Gegner da ist, ne? Ich hätte den Gegner vielleicht nicht ausknipsen dürfen.
So, mit Peach komme ich. Ich hätte Gegner sich ausknipsen dürfen. Mit Mario hätte ich nämlich auf den drauf springen können. Oder? Ja, ich hätte mit Mario drauf springen müssen. Scheiße, ich Idiot. Okay, ich weiß, wie es geht. Es wirkt. Ah, ja, gut, dann. Ja, gut, es ist einfach. Deswegen steht der Gegner da. Mario drauf springen und dann ist er weg. Das ist tatsächlich wirklich einfach. Aber lustig gemacht. So. 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 Und schon sind wir dann im Ziel mit Mario. Und mit Peach springen wir einfach ganz einfach hier hin. Also das war echt jetzt nicht mega schwer. Das war jetzt wirklich mega schwer. Prüfung abgeschlossen. So, ich habe jetzt alle Prüfungen abgeschlossen und dann? Ja, toll. Es hieß doch, es gibt nur 10 Prüfungen, ne? Ja, hier gab es ja nichts mehr, das weiß ich ja noch. Da habe ich ja alles abgestaubt. Und dann kam hier vorne der Boss und dann war Feierabend eigentlich. Komme ich auch nicht runter? Hä? Ich bin jetzt gerade nicht schlau daraus. Ja, stimmt, hier war der Boss und aber Feierabend. Mehr gab's hier nicht. Ich habe nur irgendwo Sachen vergessen. Ja. Upsa. Krieger kommt. Vielen Dank für den Follow. Und viel Spaß beim Stream noch. Ja, wir gehen mal zurück zum Pilzpalast. Dann gucken wir mal, was wir noch hier vergessen haben. Da können wir ja einsehen. Und sonst muss ich. Wobei, da habe ich ja überlegen. Zu gucken, wo was ist offline, und wenn ich dann weiß, wo alles ist im Stream, dann das alles zu machen. Mama, was haben wir denn hier vergessen? 3 Sammelkisten fehlen uns, aber wird natürlich mir nicht angezeigt, wo. Geheimes Kapitel haben wir, Prüfung haben wir, Waffenkisten haben wir alle. Okay, 3 Kisten fehlen uns noch. Zählt die dazu? Was auch immer dahinter nämlich sein wird. Ich habe keine Ahnung. So. Ich vergesse immer, dass ich Kamera nicht drehen kann. Das vergesse ich immer. Wir werden jetzt aber mal kurz noch in die nächste Welt reinschnuppern. Oder sollen wir wieder zurück in die Sorbet-Wüste? Ne, wir werden die ganzen Sachen nochmal alle suchen, wenn wir das nächste Gebiet fertig haben. Dann werden wir nochmal alle Prüfungen durchmachen und ganz Kram. Das kann ich immer noch nicht. Oh. Ja, den kennen wir auch schon, den haben wir auch schon beobachtet. Ah. Aha. Ah. Alles klar. Ich muss nicht hier drauf stampfen, sondern ich muss die Dinger drauf heben. Ach so. Buhu. Citrus4RI. Vielen Dank für den Follow und noch viel Spaß beim Stream. Das hier drauf.
Wie komme ich aber in die Kiste hier? Ach. Ich habe noch nicht... zerstören. Ich muss noch so viele Fähigkeiten lernen. Dann geht's ins nächste Gebiet. Da will ich aber exakt noch nicht runter. Was gibt's hier? Ach, da komme ich doch hinter. Da ist wahrscheinlich die goldene Kiste wegen den 8 roten Münzen. Ganz schnell. Ach, da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Wie assi ist das denn? Ey, wie soll man die denn so alle kriegen? Willst du mich verarschen? Hier ist keiner. Oh, oh, Glück gehabt. Puh, haben wir noch erreicht. Eine neue Waffe für Peach, königlicher Rabbit. Die Rabbits im Pilzpalast lieben Prinzessin Peach so sehr, dass sie eine Waffe entworfen haben, um sich ihr nahe zu fühlen. Ey, der Buhu ist weg. Der Buhu ist weg. Ah, jetzt zeigt er sich wieder. Ist auch nicht eingebaut, ne? Guck mal zu dem hin. Ich bin weg. Guck mal, da warten wir uns im nächsten Kapitel. Kommt, laut fertig. Darfst ruhig fertig, Lan. Ah. Schaurige Pfade. Ein Ort, der seinen Namen verdient, wie ich sehe. Kein Anzeichen von Bowser Jr. oder Spawny. Sie könnten überall sein. Aha, vielleicht hat unser geheimnisvoller Wohltäter die Antworten, die wir suchen. Bravo, ihr habt die schaurigen Pfade gefunden. Ist es hier nicht toll? Seht euch das Tor vor euch an. Wow, unser Schutzengel ist gut. Hinter dem Mondtor befindet sich das Mittel gegen die Plage, die das Pilzkönigreich schon viel zu lange heimsucht. Ein vor langem entschlafener Meister wird erwachen, um die Dinge zurechtzurücken. Aber um zu ihm zu gelangen, müsst ihr die beiden verlorenen Relikte der Güte suchen. Findet die Relikte und der Meister ein Herr Tom Farn, er selber wahrscheinlich, wird erwachen und voller Freude vor euch singen. Oh, das hört sich gut an. Nun, wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber zumindest haben wir einen Plan. Suchen wir diese Relikte. Einverstanden? Jo, suchen wir. Machen wir. Auf geht's. Auf geht's. Da jede Menge Buhus. Von da aus komme ich, ja, von da drüben kriege ich nur die Kisten runter. Finde ich auch ganz cool gemacht hier so mit den Rebels. Seit leuchtet so richtig schon Halloween-mäßig. Gruselig ist das jetzt für mich nicht, ne? Aber cool gemacht, auf jeden Fall. Ah, hier muss ich die Statuen drauflegen, ne? 2 Sockel, beide leer. Und 2 verlorene Relikte der Güte. Irgendwie muss das zusammenhängen. Was sagt er hier? 2 Sockel, bla bla bla. Ja, das hatten wir gerade schon. Gut. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Oh, Kampf. Nicht gemerkt. Die Musik ist auch geil. Nein, ich habe ja die ganzen Mario und Rabbids Videos gesehen und Gameplay Videos und so. Ich weiß, wer da hinter dem Tor schon steckt, welcher Bosskampf. Ich will es aber nicht verraten. Um Gottes Willen. Deswegen... Lasst uns überraschen, zumindest ich, wenn ihr es auch nicht könnt, lasst euch überraschen, spoilert euch, tut euch den Gefallen, spoilert euch selber nicht. Er sah schon cool aus, der Bosskampf.
Und zumindest der Boss selber sah schon cool aus. Ich bin echt mega gespannt, was da kommt. Oder wie der Bosskampf sich gestalten wird. Da bin ich echt mega gespannt drauf. Das war, glaube ich, jetzt nicht so klug. Ah, ich komme mit Mario nicht mehr ran. Warte mal. Ich kann ihn aber einfrieren. Sich ist blockiert. Scheiße. Hier hinstellen und voll draufballern? Wow, der eine ist direkt weg. Alter, die haben sogar die leuchtenden Augen. Alter, wie geil, ey. Richtig nice gemacht. Da hinten kann ich mit 50% treffen. Oder ihn mit 100%. Flieg. Nein, doch nicht. Okay. Hat er Glück gehabt. Hat er richtig, richtig Glück gehabt, der kleine Meister. Fick dich. Ah, wegen Tinte. Ich glaube, wegen Tinte kann er jetzt nicht mehr schießen, ne? Scheiße, meine Stimme geht gerade flöten. Meine Stimme geht flöten, das ist nicht gut. Arriba! Hat er gerade wirklich Arriba gesagt? Ach, ich muss 10 Gegner besiegen. Scheiße. Er kann nicht angreifen, ja. Wie ich mir dachte. Er kann aber wenigstens diesen Trittschaden noch verursachen. Immerhin etwas. Ja. Fuck. Ach komm. Hör auf, ey. Nee, der ist jetzt sowieso platt. Mach's gut. Und jetzt nur mit Peach aber Deckung aufsuchen. Stellen wir uns am besten. Ich müsste mich eigentlich in der Nähe von ihm stellen. Wobei, wenn ich mich hier stelle, müsste ich, glaube ich, erreichen können. Ja, ich erreiche ihn. Dann heilen wir uns nochmal hoch. Ach, Status wird auch noch direkt geheilt bei ihm. Komm mal näher ran, Kollege. Sehr schön. Ach komm, jetzt hör mal auf. Ey, leckt mich doch jetzt langsam am Arsch, ey.
Und Peach kann ich schon mal nicht angreifen. Ah, bis wohin kann der Mario denn laufen? Okay. Ich würde sagen, hierhin. Ach komm. Und jetzt der nächste. Nee, doch nicht. Ihm springen wir dann hier einmal rüber. Wobei, ich kann mich hier hinstellen. Dann treffe ich 3 Stück. Aber... Wie weit reicht von Mario?